Heute ist der 1. Oktober 2021 und wieder mal ist es Zeit, einen Blick auf die Zinsentwicklung in der Baufinanzierung zu werfen. Und was soll ich sagen? Das Jahr 2021 gleicht einer Berg- und Talfahrt. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf die aktuellen Zinsen werfen und eine Prognose für die kommenden Monate machen. Ich bin Kai, herzlich willkommen im Baufi-Lab. Und auch heute beginnen wir mit einem Blick auf den Swap. Konkrete Zinssätze von ausgewählten Banken schauen wir uns später natürlich auch noch an. Denn wie ihr vermutlich wisst, der Swap ist ja nicht gleich der Baufinanzierungszins. Er dient aber als Indikator für die Zinsentwicklung in der Baufinanzierung. Und ich hoffe, ihr könnt euch noch an mein Video von vor 4 Wochen erinnern. Da hatte ich ja schon prognostiziert, dass wir im September noch einen Anstieg zu erwarten haben. Und wenn wir uns den Swap jetzt anschauen, hier ganz deutlich können wir erkennen, dass wir aktuell tatsächlich fast auf einem Jahreshöchststand sind. Was ihr hier seht, ist im Übrigen der 10-Jahres-Swap, also vergleichbar mit einer Zinsbindung von 10 Jahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser auch noch geringfügig weiter anziehen wird, sodass wir im Oktober mit Sicherheit noch einen Jahreshöchststand erreichen werden. Aber wie immer gilt hier mein Ratschlag, keine Panik. Zum einen sind wir historisch gesehen immer noch auf einem absoluten Zinsniedrigniveau und wenn ihr euch jetzt mal die Entwicklung der letzten 10 Jahre nochmal anschaut, ich zeige euch das jetzt gerade mal, dann seht ihr hier auch nochmal ganz deutlich, dass alles eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also wir sind immer noch sehr, sehr günstig vom Zinsniveau. Ja, zum anderen glaube ich auch nicht, dass wenn das Zinsniveau jetzt nach oben gehen sollte, dass das blitzmäßig passiert und sofort direkt in die Decke schießt. Also wenn die Zinsen steigen, dann wird das eher in langsamen Schritten passieren. Allerdings hat Anfang September die Europäische Zentralbank beschlossen, an der weiter lockeren Geldpolitik festzuhalten. Also von daher ist davon auch erstmal nicht auszugehen. Die Leitzinsen, die sollen so lange auf einem niedrigen Stand bleiben, bis die Inflationsrate konstant und langfristig die Marke von 2% erreicht hat. Also aktuell ist die Inflationsrate ja so hoch wie ja fast seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Es ist also beschlossen worden, dass der Leitzins jetzt erstmal weiter bei 0% bleibt. Mein Fazit für die Baufinanzierungskonditionen bzw. für den Swap und Achtung, das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung und natürlich habe ich auch keine Glaskugel. Aber ich denke, dass kurzzeitig der Swap minimal weiter nach oben gehen wird, bis der Swap dann wieder die andere Richtung einlenkt. Und ich denke, dass wir wahrscheinlich so innerhalb der nächsten 6 Monate immer so eine wellenmäßige Bewegung des Swaps beobachten können. Und an dem Swap sind ja auch direkt die Baufinanzierungskonditionen gekoppelt, bei den meisten Banken immer mit einem kleinen Versatz. Ich denke aber auch, dass über die 6 Monate hinaus die Nullzinspolitik noch weiter bestehen bleiben wird. Also ich denke, da wird noch lange dran festgehalten. Aber hier auch nochmal der wichtige Hinweis, der Leitzins hat ja nur bedingt Einfluss auf die langfristigen Baufinanzierungskonditionen. Dennoch ist vorerst meiner Meinung nach nicht mit einer kontinuierlichen Bergfahrt der Zinsen zu rechnen. Was heißt das jetzt für euch? Wer mit dem Abschluss von der Baufinanzierung nicht warten kann, der sollte jetzt schnell handeln und eine Bank suchen, die ihre Konditionen eventuell noch nicht dem aktuellen Swap-Verlauf angepasst hat. Wer noch Zeit hat, und ich hoffe, ihr habt noch Zeit, weil bei einer Baufinanzierung sollte man generell keine Kurzschlussreaktionen zulassen. Und wer eben noch Zeit hat, der sollte jetzt auf keinen Fall in Panik verfallen und in Ruhe den Markt beobachten. Ich glaube nicht, dass uns die Zinsen hier weglaufen werden. Und wenn man noch ein bisschen wartet, dann kann man vielleicht von dieser Berg- und Talfahrt das Tal wunderbar mitnehmen. Wie ihr wisst, ich bin ja auch selbst Baufinanzierungsberater und unterstütze euch natürlich gerne auch bei der Suche nach dem besten Angebot. Wenn ihr einen Beratungstermin mit mir wünscht. Ich mache das gerne auch telefonisch oder per Videocall. Dann nutzt gerne mein Kontaktformular. Das findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Lasst uns aber nun noch mal schauen, was die Banken in den letzten 4 Wochen so getrieben haben. Bereits vor 4 Wochen haben wir ja den Anstieg im Swap schon festgestellt. Die Banken hatten im Großen und Ganzen ihre Konditionen damals aber noch nicht angepasst. Also die waren alle noch recht gut gepriced. Daher ist es jetzt kaum überraschend, dass die Banken jetzt ja quasi durch die Bank weg ihre Konditionen im September erhöhen mussten, weil jetzt heute haben wir ja gesehen, ist das überhaupt noch höher. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, hier vorab nochmal eine kurze Erklärung zu dem Bankenvergleich, den wir hier monatlich durchführen. Es ist so, um echte Konditionen vergleichen zu können,
müssen wir einen Musterfall uns anschauen, beziehungsweise haben wir vor einigen Monaten Musterfall kreiert. Und anhand von diesem Musterfall schauen wir uns eben die Entwicklung der Baufinanzierungskonditionen von ausgewählten Banken an. Und dieser Musterfall, der bezieht sich eben auf den Kauf eines bestehenden Hauses bei einem Kaufpreis von 375.000 Euro, einem Darlehen von 300.000 Euro, also 80% vom Kaufpreis, einer Zinsbindung von 10 Jahren, einer Tilgung von 3% und Angebote inklusive einer Sondertilgungsoption von 5%. Nun ja, und so sieht es derzeit bei den Banken aus. Wie schon erwähnt, haben alle Banken die Zinssätze angehoben, was jetzt wirklich nicht überraschend war. Dennoch immer noch sehr stark unterwegs ist die ING DiBa hier aktuell in unserem Vergleich mit einem Zins von 0,77%. Also das ist schon immer noch trotz der Erhöhung sehr stark. Den größten Zinssprung hat die Commerzbank hingelegt mit 0,15 Prozentpunkten. Sehr erstaunlich ist aber auch der Zinssprung von der Münchner Hypothekenbank mit satten 0,13 Prozentpunkten, weil die waren vor 4 Wochen schon auf unserem letzten oder auf dem letzten Platz in unserem Vergleich und haben jetzt nochmal um echt satte 0,13 Prozentpunkte erhöht und dadurch sind die zumindest in unserem Fallbeispiel meines Erachtens aktuell nicht mehr wettbewerbsfähig. An der Stelle möchte ich aber auch nochmal erwähnen, das, was wir uns hier anschauen, sind Standardkonditionen, unverhandelt in unserem Fallbeispiel. Individuell bei eurem Vorhaben kann das ganz anders aussehen und vielleicht liegt die Münchner Hypothekenbank in eurem Beispiel auch viel besser. Das können wir jetzt hier nicht beurteilen, aber wir müssen einfach, um jetzt die Entwicklung zu beobachten, einfach von einem Fall mal ausgehen, was wir hier, wie gesagt, monatlich immer von dem gleichen Fall ausgehend tun. Ziel mit diesem Vergleich ist es, euch ein Gefühl für die Entwicklung der Zinssätze zu geben und ein Gefühl dafür zu geben, welche Bank momentan gut gepriced ist und welche vielleicht nicht so gut gepriced ist. Im Gesamtüberblick können wir auch gut erkennen, dass die Banken alle recht nah beieinander liegen. Das ist auch nicht ganz so ungewöhnlich, aber wir haben trotzdem zwei Ausreißer, die habe ich beide schon angesprochen. Im Positiven die ING, die momentan sehr gut gepriced ist und im Negativen aktuell tatsächlich leider immer noch die Münchner Hypothekenbank. Unverändert bleiben die KfW-Konditionen, also die staatlich geförderten Kredite. Dadurch kann bei dem einen oder anderen von euch auch das Wohneigentumsprogramm wieder interessant werden, weil hier liegt der Zins aktuell bei 0,98% und bei den KfW-Programmen ist das Ganze ja so, dass das unabhängig vom Eigenkapitaleinsatz immer der gleiche Zins ist. Also gerade wenn ihr jetzt eine Finanzierung habt mit wenig Eigenkapital, wo die Banken vielleicht deutlich teurer sind, da macht es durchaus Sinn, das Wohneigentumsprogramm mit zu beantragen. Das Wohneigentumsprogramm könnt ihr mir dann beantragen, wenn ihr eine Immobilie kauft oder baut, die ihr selbst nutzen möchtet, also nicht vermietet. Sofern ihr zukünftig immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was die Baufinanzierungskonditionen so treiben, dann kann ich euch nur empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren und im besten Fall auch die Glocke zu aktivieren. So bekommt ihr immer einen Hinweis, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.